Na, wie schmeckt euch das Frühstück? Richtig gut. Ah, das freut mich. Mama, kannst du mir vielleicht Nutella auf mein Croissant machen? Ja, das kann ich machen. Ich das Croissant aufschneiden und da das Nutella hinmachen? Oder soll ich es einfach drüber machen? Einfach drüber. Okay. Bitte schön, Lukas. Danke, Mama. Wisst ihr eigentlich schon, was ihr heute machen wollt? Ja, also ich will oben ein bisschen spielen und dann will ich auch noch mit Tristan abmachen. Okay, ihr habt ja Ferien. Das heißt, ihr könnt es machen. Mama, ich habe noch keine Ahnung. Und heute ist auch Paula nicht da. Vielleicht kannst du mir ein bisschen im Haushalt helfen. Oh ja, das kann ich machen. Und was machst du, Patrick? Also ich muss oben noch arbeiten. Ja, und dann gehe ich vielleicht noch ein bisschen raus mit Martin oder so. Okay. Nach dem Essen. Fertig gegessen. Kann ich nach oben gehen? Ja, das darfst du machen. Gut, dann gehe ich auch gleich mit. Ich muss da oben arbeiten. Aber was kann ich denn jetzt machen? Du kannst mir helfen, den Tisch abzudecken. Okay. So, jetzt haben wir den Tisch abgedeckt. Jetzt müssen wir noch die Teller und das Besteck in die Spülmaschine legen. Okay, kann ich dir da auch helfen? Ja, du kannst das Messer und die Gabel da reinlegen und ich mache das mit den Tellern. Okay. Ist ja gar nicht anstrengend, Mama. Ja gut, das war auch nur das Frühstück. Wenn wir das Mittagessen haben, haben wir dann noch Töpfe und Pfannen und noch große Gläser und so. Ah ja, stimmt. Aber ich denke mal, ist auch nicht viel schwerer. Nein, ist es nicht. So, jetzt sind wir fertig. Kann ich dir noch irgendwie helfen? Ja, im Esszimmer müssen wir noch staubsaugen. Oh, das kann ich doch für dich machen. Ja, das wäre ich sehr froh. Weißt du denn schon, wie das geht? Ja, das weiß ich. Und wo der Staubsauger ist, weiß ich auch. Okay, dann kannst du direkt anfangen. Ich bin schon groß. Ich kann Mama schon sehr gut helfen. Irgendwie saugt er jetzt nicht mehr. Ich schau mal, ob beim Staubsauger irgendwas kaputt ist. Hier kann man eine Klappe öffnen. Oh nein, jetzt ist dieser Sack rausgekommen und da liegt alles voller Mehl und Staub. Das Mehl ist bestimmt noch von da, als wir mit Familie Schlau einen Kuchen backen wollten. Lisa, wie läuft? Oh, was ist dir passiert, Lisa? Ja, tut mir leid, Mama. Ich versuche nur schauen, warum der Staubsauger nicht mehr geht. Und da ist einfach rausgefallen, der Sack. Wahrscheinlich geht der Staubsauger nicht mehr, weil der Sack schon so überfüllt war. Das Mehl ist bestimmt noch da, wo Familie Schlau mit euch einen Kuchen backen wollten. Ja, das habe ich auch gedacht. Na, dann gehe ich diesen Sack hier erstmal in den Müll werfen und hole einen neuen, damit wir das Mehl wieder aufsaugen können. Okay. 5 Minuten später. So, jetzt ist alles wieder sauber. Kann ich dir noch helfen? Ich habe die Wäsche übergetan und die ist gleich fertig. Dann müssen wir die noch aufhängen. Oh, da kann ich dir gut helfen. Okay. So, schau Lisa, ich habe auch hier diese Wäscheleine und die können wir durchs ganze Bad spannen. Da können wir darauf die Wäsche aufhängen. Oh, das ist ja super. Ja, weil draußen ist es zu kalt, um draußen den Wäscheständer aufzustellen. So, du kannst die Wäsche einfach hier aus der Maschine rausnehmen. Danach mit einer Wäscheklammer aufhängen. Das klingt ganz einfach. Ja, ist es auch. So, die Wäscheklammer oben drauf. Fertig. Super, dann machen wir es noch den Rest. Ist Lukas Gespensterkleid auch gewaschen? Ja, das musste mal gewaschen werden, damit er es dann anziehen kann und es nicht die ganze Zeit juckt. Okay. Danke fürs Helfen, Lisa. So schnell war ich noch nie. Das Helfen hat auch Spaß gemacht. Ja, aber den Staubsaugersack wechsle ich das nächste Mal wohl lieber besser. Ja, besser ist es wohl. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Da gebt es doch gerne einen Daumen nach oben, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und jetzt würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.